Und damit geht es weiter mit Let's Play Persona 5 Royal. Ich bin es OMT Muffix. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, Josie zu bezwingen, den kleinen Knieche, der gar nicht mehr so leicht zu bezwingen war, aber kein Problem für unsere gute Party. Daraufhin haben wir jetzt, die letzten Aufgaben mit Mementos abgeschossen. Ich denke jetzt nicht, dass da noch so viel kommen wird. Und ja, wir machen dasselbe, was wir jetzt immer machen, nämlich, ganz ernsthaft, ich sage, wir sind inzwischen so mächtig, Mann, wir brauchen keine Personas mehr, Mann. Wenn jetzt Maruki kommt, dann sagen wir, ich habe einen Persona, der mächtiger ist als alles, mit dem du jemals gerechnet hast. Mächtiger als alles. Bumm! Und Max schaut einfach, und was soll das für mich ein Problem sein? Wir haben ja dann hier Sixpack, Bizeps, Trizeps, Quadrizeps, alles mögliche haben wir schon so gestärkt, Mann, mit der Drachenfaust, ihr wisst schon. Und können alles hier mit einem Schlag bezwingen, Mann. Wenn ihr euch noch erinnert an Shido. Ganz ernsthaft, Shido, als er da 1000 Muskeln hatte, der war nix gegen uns in unserer Form jetzt. Und das machen wir noch kein Sixpack. Egal. Kommt noch. Ja, liebe Leute, wir warten jetzt hier noch ein bisschen ab. Werden jetzt hier noch die letzten Tage hier, hier ein bisschen hier überleben. Abwarten. Sage ich jetzt einfach mal. Und schauen, was kommt. Morgen. Der große Tag steht schon fast an. Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt heißt es warten. Hast du heute schon was vor? Wenn du im Moment das Trainieren gehst, komme ich mit. Ich werd's mir. Ich war gestern im Moment, was wollt ihr eigentlich alle von mir, Mann? Langt doch, oder? Wir sollten wirklich gehen. Wir werden es sonst nur bereuen. Nicht gut für uns. Wir können ja laufen, langt es nicht. Ich bin Level 99, was wisst ihr? Wenn ich noch mehr grinde, Mann, dann spreng ich die Skala. Wenn es Level 100 gehen würde, dann können wir nochmal reingehen. Ah, ist okay. Was mache ich denn wohl heute? Alle Esslings auf maximaler Stufe. Also mir und Ding finde ich nicht. Oder Catchy? Ich glaube, Catchy ist tot. Keine Ahnung. Ja, der mag mich nicht mehr. So, dann gehen wir nicht nach Oogie Boogie. Oogie Boogie. Ach Leute, ich möchte ja auch immer mal nach Japan. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr schon mal in Japan wart. Aber ich möchte schon unbedingt mal nach Japan. Und dann schaue ich mir auch alle die Plätze an, Mann. Mach immer Fotos, sag, da war ich in Persona. Da war ich in Persona. Und da war ich in Persona. So, also inzwischen haben wir ja die Ruhe erhalten. Wir sind nun die Ruhe in Person. Und nichts kann uns mehr aufhalten. So. Rumba, Rumba. 12 maximal SP. Nicht schlecht. So, wir könnten uns nochmal Proteine kaufen, wenn wir eh schon nichts anderes mehr machen, als ins Fitnessstudio zu gehen. So. Oder wir könnten mal wieder Dart spielen. Nein, definitiv nicht. Hier. Es ist wirklich schade, dass du am Ende doch noch einen großen Fehler gemacht hast. Das ist unmöglich. Mein Plan war perfekt. Du hast den Fehler nicht erkannt, weil du deine eigene perfekte Realität gesehen hast, nicht? Das hat dich blind gemacht für die ungünstige Verhältnisse in der Realität. Mir macht es echt so traurig, Mann, dass ich meinem ersten Persona 5 Durchlauf so gedrängt war an der Zeit, also meinem originalen Persona 5. Und jetzt habe ich so viele Tage übrig, Mann. Das ist schlimm. Ich hatte ja meinem ersten Persona Durchlauf, habe ich jetzt schon öfters gesagt, ich glaube 4 oder 5. Es links auf der maximalen Stufe. Und hier einfach mal alle. Aber nun gut. Wenn man es das dritte Mal durchspielt, könnte es auch mal hinhauen. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre, würde ich mal sagen. Also, schauen wir mal, ob wir wieder ein bisschen Proteine kaufen können. Ich muss stark sein. Ich brauche Muskeln. Muskeln? Das sind eigentlich keine Proteine. Ich wollte Proteine. Ja, das sind Proteine. Du musst nur schlucken. Okay. Ich stark. Muskeln haben. Ja, ja. So, gehen wir mal hier nach Kizizosi. Und ich könnte mal sagen, wir könnten mal wieder einen Jazzman machen. Schauen wir, was gibt's hier. Machini, außer der nächste Level. Klingt doch super. Nö, keine Lust. Was machen wir dann? Was könnten wir wohl tun? Das ist natürlich wieder eine ganz schwere Frage. Ich bin inzwischen schon fast auf dem Level, dass ich einfach aus Langeweile einfach arbeiten gehe. Ich habe ja knapp 10 Millionen, Mann. Aber ganz herzhaft, Mann. Ich meine, es ist nicht schlecht. Ich meine, wir waren jetzt locker 20 Mal im Fitnessstudio, mindestens. Und auch nochmal so 10 Mal im Tempel. Also, das ist jetzt noch nicht weniger. Also, ich sage jetzt mal, wir haben mindestens 100 TP und SP mehr bekommen durch das. Aber es ist halt, also, ich könnte jetzt auch die nächsten 5 Tage noch skippen. Aber hey, liebe Leute, wenn ihr das ertragen müsst, müsst ihr das auch machen. Und ich meine, das ist schon mal gut, unserem Helden hier durchzuschauen. Ich habe halt nur wirklich, wie gesagt, oh Leute,
Ich habe gerade den Plan für meinen nächsten Durchlauf in Persona 5. Also nur Makoto, weil Makoto ist über. Makoto ist Leben. Und Yusuke, die S-Links durchmachen. Ansonsten nichts machen, keine Mementos-Aufgaben, gar nichts. Und dann sollte es nur Fitnessstudio machen. Jeden Tag. Ohne Ende, Mann. Das wäre so geil, Mann. Wieso? Ist ja wurscht, Mann. Ich kann zwar noch nicht, obwohl, ich habe meinen Yoshi zu dem nächsten Ding, glaube ich. Ist doch scheißegal, Mann. Ich brauche ja keine S-Links mehr, Mann. Ich habe ja dann alle Personen schon, mir. Umba, lomba, bamba, ruba. Leute, Butter war stolz auf uns. Okay. Weiter geht's. Zack. Abends. Was könnten wir heute wohl machen? Ich weiß nicht, was wir tun könnten. Vielleicht könnten wir, ja, ich glaube, wir gehen ins Fitnessstudio. Valentinstag ist noch 2 Wochen weg und die Geschäfte in Japan überbieten sich mit Angeboten. Große Kaufhäuser bieten bestimmte Waren an, die vor allem die Mittelschicht überzeugen sollen. Es gibt aber auch Stimmen, die sich gegen eine Strategie nervieren und zum Boykott aufrufen. Ich finde übrigens, diese Fernsehsendungen sind immer wieder nett anzusehen. Haben nie einen großen Story, also hin und wieder tun sie die Story einbeziehen, hin und wieder gibt es einige Easter Eggs, das zum Beispiel mal, wen hatten wir, ich glaube, Nagato hatten wir zum Beispiel mal hier. Aus Persona 4 so als kleines Easter Egg, das war immer ganz nett. Aber gewissen, das sind einfach nur so ein paar nette Neuigkeiten. Aber es ist immer wieder schön zu lesen und ich habe das auch in meinem ersten Durchlauf gar nicht so zu schätzen gewusst. Aber wie gesagt, macht mir echt Freude immer hier bisher was zu lesen. Also komm. Wie viele Tage sind es noch? Weil einmal würde ich noch gerne ins Ding gehen, in den Waffenshop. Das können wir, glaube ich, noch machen. Wäre jetzt dumm. Ich glaube, am 5. war es erst, oder? Einen Tag davor müssen wir die Calling Card schicken. Also soll knapp werden. Wenn mir jetzt kommt und sagt, wir wollten uns mit das. Guten Morgen, Maxi. Die Frist läuft in 2 Tagen ab. Unser Vorhaben steht auch bald an. Ja, was er macht, das ist ja das, was mich interessiert. Er geht dann wieder ins Gefängnis, oder sagt er sich mal. Muss ja nicht mehr machen. Paar Stunden. Hab ich keinen Stress. So. Was wirst du danach tun? Ich bin nicht dazu verpflichtet, dir das zu sagen. Das ist nicht Teil unserer Abmachung. Denk nicht an die Zukunft. Konzentriere dich darauf, Maruki zu besiegen. Wenn wir verlieren, erwartet uns und uns etwas Bestimmendes als der Tod. Naja. Glücklich und in Frieden leben, das geht natürlich ganz und gar nicht. Ich weiß schon. So, oh. Hat mich immer. Ach, ich hätte mal die Hoffnung, dass Akechi noch hier auf die nächste S-Link-Stufe geht. Vielleicht habe ich ihn ja noch gar nicht auf der letzten S-Link-Stufe. Mich würde es nicht mehr wundern. Oh, Sumir. Ja, wir können mal hier vorbeischauen, weil wir gehen eh zum Tempel. Aber ich würde eigentlich. Ich verstehe. Wahrscheinlich kommt es noch. Die letzten 2 Tage, oder? Jetzt will ich erstmal hier zum Software-Shop. Da können wir noch ein bisschen unseren Krempel verkaufen. Da sollten wir zwar jetzt nicht allzu viel haben, aber trotzdem. Frag bitte nicht, wo ich die Sachen schon wieder her habe, gell? Ah. Ganz entspannt, 12.000 Yen schon wieder einkassiert. So gehört sich das. Ah. Willst du irgendwas? Wollt ihr irgendwas? Soll ich irgendwas kaufen? Da. Ist doch wurscht, ich kaufe jetzt für alle immer die beste Rüstung. Ich weiß doch nicht mehr, was ich mit dem Geld machen soll, liebe Leute. Und ich auf 10 Millionen komme ja auch nicht mehr, da wäre ich zu faul. Dabei lohnt es sich halt echt. Also ich rate jedem ab, Waffen zu kaufen, weil, wie gesagt, man findet halt auch gute Waffen. So, Waffen haben wir überall die besten. Und wie gesagt, Schutz hat man jetzt, Fernkampfwaffen könnte man noch. Aber na, Fernkampfwaffen, glaube ich, haben wir schon mal bei allen geschaut. Und Zubehör ist eh lächerlich, Mann. Also ich meine, da gibt es zwar ein paar nette, aber das sind dann immer nur für bestimmte Gegner, dass man es mal brauchen kann. Also wie gesagt, man sollte hier eigentlich nie was kaufen. Das Einzige, was halt nett ist, dass man Waffen umrüsten kann, was ich wohlgemerkt in meinem ersten Durchlauf auch nicht wusste. Ach, ich werde voll vermissen, Mann. Es ist so schön, immer hier durch die Gegend zu laufen. Dann wollte ich zu ihr. Warte noch, möchtest du irgendwo hingehen? Nö. Smear, alles gut. Entschuldigung. Aber wenn du nicht mit mir deine Person auf die nächste Stufe bringen willst, dann bist du für mich tot. So.
Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hau jetzt meine ganzen Klamotten raus, Mann. Weil bevor ich sie mitnehme in den nächsten Spieldurchlauf, würde ich mal sagen, alle verkauft. Alter. Nein! Jetzt komme ich echt nicht auf Millionen, Mann. So. Ist eigentlich irgendwas von dem gut? Ich schaue gar nicht. Statt eines verwenden. Das ist eigentlich gut. Senkt 3 Sekunden lang die Werte eines Gegners. Alter. Das ist ja verdammt gut. Die Verteidigung, das ist auch nett, aber das ist. Die guten Items kann ich natürlich nur begrenzt kaufen. So. Okay. Na, jetzt wäre ich doch gerne auf 10 Millionen noch gekommen. Naja, 40.000. Wurscht. Ich könnte theoretisch auch noch ein bisschen was verkaufen. Ein Tempel will ich gehen. Nein! Ich bin so arm, liebe Leute, Mann. Können wir nicht mal. Komm, hab nicht mal 10 Millionen Yen auf der hohen Kante. Das sind doch Millionen Euro. So brutal, Mann. Der Junge ist so reich, Mann. Aber der kann ja auch meditieren wie sonst keiner. Alright. Ich überlege noch. Ja, ich könnte ein paar von meinen Items verkaufen, aber ich muss es jetzt nicht drauf anlegen. Nein, aber ich will jetzt 10 Millionen haben. Hey, ich muss immer den ganzen Scheiß gekauft. Ist schon Februar. Wir haben nur noch 3 Tage bis zur Frist. Oh, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Hab ich's doch gewusst. Beruhig dich. Klar, das ist keine leichte Situation. Und was passiert dann morgen, oder? Es ist doch nicht irgendeine Überraschung ausgepackt, oder, Maxi? Eigentlich nicht. Wir können wohl nur abwarten. Er spannt uns wohl gerne auf die Folter. Was Dr. Marek ja auch entscheidet. Wir können wohl nicht aus einer Kampfhaussache raus. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Du hast recht. Wir haben schon einen Gott vermöbelt, oder? Mit dem werden wir auch fertig. Seht es! Heute in der Therapeut. Wir debattieren darüber, wie Schulen mit diesem Problem umgehen. Stress und Schikane sind nicht nur für Erwachsene große Probleme, sondern auch für Kinder. Aufgrund gewalttätiger Misshandlungen in der Schule letzten Frühjahr kamen mehr Schüler... Das war damals der Grund, wieso Maroki überhaupt hergekommen ist. So, Zufall? Oder hat auch ein Göttlein hier sein... etwas hier... Seine Hände im Spiel gehabt. Kann ich hier meine Personas verkaufen? Ich möchte einkaufen. Verkaufen. Ich hoffe, das sind jetzt nicht bessere Waffen als die ich ausgerüstet habe. Das wäre kacke. Aber ich will jetzt immer Millionen! What? Nein! Man kann nicht immer Millionen! Mit 10 Millionen, das wusste ich auch nicht. So viel Geld hatte ich nämlich noch nie. Nein! Liebe Leute, Mann, wir sind zu reich für dieses Spiel, aber ich verliere wir gleich wieder 2000 Yen. Nein, ich möchte das Spiel mit 10 Millionen verlassen, Mann. Oh. Ich fühle mich so arm und wertlos. Das kostet mir jetzt schon zu viel. Nein, Leute, Mann, das heute geht immer Fitnessstudio. Ich fühle mich so arm. Nein, heute gibt es kein Fitnessstudio. Heute muss ich daheim trainieren. 9.999.999. Ja. Aber wie gesagt, man kann ja im Spiel halt einfach so krass Geld verdienen, wenn man halt einfach die ganze Zeit den Buff hier macht von, wer ist denn nochmal? Unser Hellseherin, ich weiß es nicht mehr gerade. Ich bin schlecht. Komm. Yo, Freili, Mann. Klimmzüge, oh, die kann ich auch nicht, Mann. Da muss ich sagen, also wenn wir ein normales Fitnessstudio lieber als Klimmzüge. Bei denen nehmen, schlucken wir das Zeug. Weg damit und 10! 10! Nicht, dass sich gelohnt hat, aber egal. Okay, liebe Leute. Dann, ist heute jetzt der Tag der Überraschung. Mich ärgert es, dass ich nicht mehr zu mir hier den Essling auf die nächste Stufe bringe. Senpai? Guten Morgen, Maxi-Senpai. Dr. Maruki sollte heute mit uns in Verbindung setzen. Was ist los? No. Ach, es ist nichts. Ich habe nur viel um die Ohren. Es ist okay, es ist nichts. Wir sollten uns jetzt zur Schule gehen. Ah, okay, wir kriegen auch noch mit ihr. Doch noch hier den Persona, hier ihren Person auf die Maximalstufe. Ich weiß ja gar nicht, wie er heißt. Der erste ist Sandrillon, aber der zweite, keine Ahnung, wie der heißt. Wenn er kommt dann heute. Ich bin so nervös.
Geht mir auch so. Ich kann nicht nur auf den Unterricht konzentrieren. Und was soll dann anders als sonst sein? Halt's Maul. Ich meine, ich kann heute echt nicht. Ich habe sogar versucht. Jetzt fehlt nur noch der Kampf. Und ab. Es ist ein Segen, dass du immer so einen kühlen Kopf bewahrst. Maxi, Maroki wird sich vermutlich bei dir melden. Wenn es passiert, dann musst du alles so machen, wie wir es geplant haben. Hey, wir reden hier von Maxi. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich weiß, es ist eine große Verantwortung. Aber kannst du entscheiden, wenn er sich zeigt? Überlass es mir. Sag sofort Bescheid, wenn etwas schief geht, ja? Wird schon gut gehen. Schauen wir mal, was der werte Maroki zu sagen hat. Oh, ich unterstütze über Maroki. Senpai, Dr. Maroki sollte sich heute in Verbindung setzen, oder? Bevor das passiert, möchte ich dir etwas erzählen. Hast du Zeit? Natürlich. Sofort hingehen. Komm her zu mir! Ich will deine Person auf die nächste Stufe bringen! Jetzt fehlt da nur noch Akechi. Vielleicht klappt es ja auch noch. Das ist das erste Mal, dass ich einen Jungen nach Hause eingeladen habe. Also bin ich etwas nervös. Wie schön sauber alles ist. Danke. Die Leute sagen immer, ein chaotischer Raum bedeutet ein chaotisches Herz, also. Ich habe dich heute hierher gebeten, weil ich dir meine Entscheidung mitteilen wollte. Hier haben Kasumi und ich uns geschworen, die besten Turner der Welt zu werden. Fast alles hier ist genauso wie in Kasumis Schlafzimmer. Die Farben unterscheiden sich, aber sonst sieht es fast gleich aus. So war es schon immer. Kasumi meinte immer, wir sollten das gleiche Make-up und die gleiche Kleidung tragen. Sicher, ich stand euch nahe. Yes. Ja, dann, als ich sie verloren habe, stand ich einfach nur unter Schock. Jetzt, wo ich ein bisschen Abstand dazu habe, kann ich darüber reden, aber vorher war es einfach zu. Im Großen und Ganzen muss ich zugeben, dass ich Dr. Maroki dankbar bin. Danke, wofür? Er hat mir nämlich gezeigt, dass es möglich war, mein Leben so zu leben, wie Kasumi ihres gelebt hatte. Sicher, ich bin davor weggelaufen, wer ich wirklich war. Aber wenn ich alles Sumi weitergelebt hätte, ich hätte vermutlich nie mit dir geredet. Ich würde heute noch jeden Tag weinen. Dich könnte ich nur kennenlernen, weil ich zu Kasumi wurde. Nur weil alles passiert ist, wie es passiert ist, habe ich ein Stück für Stück gelernt, wie Sumi zu sein. Ich brauchte Zeit, die ich als meine Schwester verbracht habe, einfach. Daher bin ich Dr. Maroki dankbar. Und deswegen muss ich ihm auch etwas sagen. Oder eher möchte ich ihm zeigen, dass ich einen Weg gefunden habe, mich der Realität zu stellen. Wenn Dr. Maroki sieht, wie weit ich gekommen bin, würde ihm das vielleicht die Stärke geben, das Gleiche zu tun. Ich bin hier, um dir zu helfen. Yes. Ich werde dir die Stärkste zu mir, die ich sein kann. Prima Ballerina, was ist denn das? Sehr schön, eine Eispinsel. Das ist meine Kraft. Alright. Sumias Wandes hat sich in Ella verwandelt. Vielen Dank, Maxi-Senpai. Hätte ich dich nicht getroffen, ich hätte nie die Kraft gefunden, mich mir selbst zu stellen. Ich hoffe, wir können uns immer aufeinander verlassen. Dann werde ich nie wieder verlieren. Das verspreche ich. Yes. Ja. Wir können uns gegenseitig zu neuen Höhen verhelfen. Muss ich jetzt aber nicht mit dir noch trainieren, oder? Oh, es ist spät geworden. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. So, Schleier der Sonne. Maskenball. Schwerer körperlicher Schaden. Zweimal bei einem Gegner. Das heißt, es ist ein besserer... das weiß ich jetzt nicht. Jawohl, wenn er zweimal trifft, dann ist es natürlich noch besser. Aber es hat dann nicht die hohe Chance auf Crit-Schaden. Aber okay. Werden wir trotzdem machen. So, Maroki... Jetzt kommt er. Ah, you're back. Gut, es ist noch früh, aber ich denke, ich mache das Café für heute zu. Wir hatten heute so viele Kunden, dass mir die Zutaten ausgegangen sind. Wann ist das letzte Mal passiert? Vergiss aber nicht abzuschließen. Morgen ist es endlich soweit. Wir haben die Route zum Schatz schon gesichert. Da gibt es kein Problem. Jetzt müssen wir nur noch warten. Cool, wir ziehen das durch. Ja.
Amaxi-Senpai, ich wollte dich etwas fragen. Hat sich Dr. Maruki schon bei dir gemeldet? Noch nicht. Ich verstehe. Dann können wir wohl wirklich nur warten. Du hast recht. Aber wenn bei dir was ist, melde ich mich bei euch. Bis morgen. Jetzt kommt er. My apologies for calling so late. This is Maruki, by the way. I'm actually rather close by. Would you mind lending me an ear? There's something important we need to talk about. And if you do intend to confront me, I believe there's something you have to give me first. Thank you. I'll be at the cafe shortly. See you later. I caught all of that, just as we suspected. He knew he'd have to get a calling card. I have no clue how this meeting is going to go down. Hey, just make sure you keep your guard up, okay? Offenbar ist Maruki unterwegs. Sie hört unten auf ihn warten. Hey! Maruki, komm endlich. Bist du mental darauf vorbereitet? Yo! Ich werde deinen Scheiß-Deal nicht annehmen. Ich werde ihn platt machen. Und sonst tötet mich Goro. Was ist das? Hey! Lass es gehen, komm. Sorry for the last minute visit. How's Yoshizawa-san holding up? I've been concerned about a potential relapse, considering her difficulties with accepting this reality. You know, I would love for that to be the truth, but people can't maintain their strength forever. So, getting down to business. I wanted to confirm with you one last time. Is there no other way to come to an agreement besides fighting? The reality I created may seem distorted from your point of view, but it's a reality where everyone is happy. If you just stay, you'll never have to suffer the pain of loss, or the pain from having people and things stolen away from you. So, you saw what happened with Rumi. I'm not the one who suffered. She is. But she's still living a wonderful life right now, in this world you call a distorted reality. But she still doesn't remember you, right? And you're fine with that? She may not be in my life anymore, but at least her own life is a happy one now. I'm not just doing this for Rumi. I want all of you to live just as happily as she is. But for Rumi's happiness to last, I have to move on. After all that's happened to her, to me, I just can't drag her into it. Doc. My stance will not change. Strange circumstances have led to my gaining this power. However, I now recognize it as being wholly inevitable. This is something only I am capable of doing. I promise. Every person alive will be happy in the world I create. So, let me ask you the same. After really considering every option, do you have any doubts about your views? I suppose it's more accurate to ask, do you two gentlemen have any doubts? You're here, aren't you, Akechi-kun? Akechi! You caught me. Oh, it was just a hunch. This issue doesn't only affect you, Akechi-kun. This involves you, too. What do these two have to do with... The relationship you two share is very unusual. A detective and a phantom thief. Despite being enemies, your relationship isn't based on hatred or ill will. That's why I found it so tragic when I learned what happened in Shido's palace. You bastard! So, my final enemy is a puppet version of myself. Say, didn't you regret how things ended with him?
You two came to a deep understanding of one another. Yet you had no choice but to leave Akechi-kun to his fate. That's why I created a reality where you two could have a fresh start together. After all this, that's what you have to say. Seriously, you really are. That would mean the Akechi in the real world is... Get what I'm saying? I genuinely didn't want to tell you like this. I didn't want to make it seem like I'm holding him hostage. But no matter what you may think of me, I just want you all to accept this reality and move on with your happy lives. And that matters how, exactly. Don't tell me you think dangling my life before us is going to have any impact on our decision. Well, I lacked conclusive evidence, but after I fought against you all, I had a gap in my memory that ended with meeting up with him again. There were also the cases of Wakaba Ishiki and President Okumura. Of course, I'd find all of that suspicious. I see. I had a feeling the truth of the matter still wouldn't dissuade you, Akechi-kun. But how about you? You think dangling my life before us is going to affect our decision? That's what Akechi-kun said a moment ago. If that's how you see it at this point, I'm fine with it. But I'm still going to ask you, one last time. Will you accept the reality I create for you? You were the guiding light to my research. You showed me the way so I could make my dream into reality. I have nothing but gratitude for you. Not a single ounce of ill will. That's why I wanted you, of all people, to understand. Perhaps I shouldn't ask you for an answer on the spot like that. I'll be going now. Ah, that's right. I've heard your calling. And about my question, let's do this. I'll be waiting in the palace tomorrow, just as I promised. If you still haven't changed your mind by then, we'll meet there. But if you don't show, I'll take that to mean you've accepted my reality. See you. What are you gonna do? I'd like to speak with him. Akechi. Gotcha. I'll leave the decision up to you. Let me know when you've reached an answer. I will carve my own path for myself. I refuse to accept a reality concocted by someone else, stuck under their control for the rest of my days. So what? That's the path I chose. All you have to do is stick to your guns and challenge Maruki. Or are you really so spineless that you'd fold over some bullshit trivial threat on my life? It is. Do you think I'd be happy with this? Being shown mercy now, of all times. I don't want to be pitied. This isn't something I'm debating with you. Your indecisiveness on the matter is essentially a betrayal of my wishes. I want to hear you say it aloud. What do you intend to do? I won't wait a moment longer. Answer me. All right. I'm relieved to hear it. I will never accept this form of reality. I'm done being manipulated. Let's go back to our true reality.
This is great. I feel so alive. Also, chaos as far as the eye can see. All right. What's a life worth in a reality that was cooked up just to satisfy someone else? I say none. We have to win this, no matter what. Akechi hat seine Entscheidung getroffen, so wie auch wir unsere getroffen haben. Es ist Zeit, die Sache zu einem Ende zu bringen. Und beim nächsten Mal werden wir dann mit dem Grande Finale von Persona 5 Royal beginnen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.